wieder mit uns beiden. Diesmal Konditionstraining. Wo sind wir? Im Fronten? Steinach. Und wir gehen heute auf welchen Berg? Heidenberg. Meine Freundin ist wieder sehr gesprächs... Ja, sehr gesprächsfreudig. Sehr gesprächsfreudig. So kenne ich sie leider privat nicht so ruhig. Aber ihr zumindest. Und was machen wir jetzt wieder zum Ende? Küssen. Für unser heutiges Konditionstraining gehen wir über die Reichenbachklamm auf den Breitenberg. Ihr könnt gespannt sein, ob wir Glück haben und am Ende über den Wolken stehen werden. Wer sich im Winter unsicher ist, ob die Bedingungen in der Klamm gut genug geeignet sind, um diese zu gehen, der kann auch über die Fahrstraße aufsteigen. Leider kann man diesmal mal wieder nicht so viel sehen, da alles in den Wolken liegt. Aber wir haben Hoffnung, dass wir gleich oben über den Wolken sind. Guckt weiter und ihr werdet es erleben. Aber da merkst du, dass es kräftig geschneit hat da. Irgendwie haben Nebel und Wolken in den Bergen was Mystisches. Und weiter geht's. Anke wird euch jetzt also sagen, wo wir sind. Jetzt sind wir gleich raus aus dem Wald und dann geht's geradewegs noch zur Bergstation. Dann sage ich jetzt mal auf und weiter zum Gipfel. Packen wir's. Okay. Kurzer Nachtrag zu der super Idee, die ich hatte, hier hoch zu laufen. Gerade eben, als wir schon ein ordentliches Stück gelaufen sind, hat meine Freundin mir gesagt, dass das wohl mit die steilste Abfahrt ist, die wir hochlaufen. Deshalb liebe ich die Frau. Die meint es gut mit mir, dass ich auch richtig Kondition kriege. Und jetzt laufen wir ein schmales Stück weiter hoch. So, wir haben jetzt noch 300 Meter vielleicht. Fast geschafft. Wir sind immer noch alleine oder eigentlich immer alleine. Uns mag keiner, weiß auch nicht warum. Eigentlich sind wir sehr sympathisch. Aber wir machen das jetzt, gehen jetzt weiter hoch, oder? Ja. Machen wir. Und eine ganz schöne Hasch durch den Schnee hier hoch. Ja. Ganz schön anstrengend. Ja. Aber einfach will Anke ja nicht. Nee. Das ist auch sehr gut. Und ich sag einfach mal, weiter geht's. Endspurt. Gut, wenn es jetzt ein bisschen auftut. Ja. Ein Traum, oder? Megatraum. Megatraum. Und Totenstille. Ja. Stimmt. Doch, ich sehe die Berge. Aber wisst ihr,
warum ich da hochgehe, weil ich genau wegen solchen Momenten, die ich euch jetzt zeige. Und? Wir haben es geschafft. Ein Traum, oder? Ein Megatraum. Guck mal hinter uns. Und das richtig coole zeige ich euch jetzt. Da, Kai. Ich bin nicht gewohnt, dass du mit da oben bist. Das ist ja auch das erste Mal. Das wird sich in Zukunft ändern. Ja. Aber die eigentlich schönen Sachen, komm an, das lässt sich einfach mal von mir führen, was ein bisschen schwer ist mit dir. Ja. Mal gucken, und die Sachen jetzt mal hier. Ein Traum. Ein Traum. Und willst du was sagen? Ja, mit solchen Ausblicken komme ich immer drunter. Also der Ausblick, weil es wird einfach nur schöner. Der Ausblick, den ihr jetzt seht, ist schön, aber der eigentliche Ausblick, den Anke meint, den zeige ich euch jetzt. Magst du auch mal herkommen auf das wegen dem Ausblick? Ein Traum, oder? Oh, ich liebe es. Ich liebe es auch. Ein Traumtag geht zu Ende, nachdem wir hier oben waren. Mhm. Wir wollten eigentlich was noch erzählen. Das machen wir später unten, weil es gibt den Standard. Abstieg im Dunkeln, wie denn sonst. Also, genau. Ist wichtig. Wir sind relativ spät erst losgegangen. Heute Morgen alles im Nebel gehangen. Wir wollten halt euch diese Bilder präsentieren, sind deshalb anzüglich losgegangen, etwas später, und wünsche euch viel Spaß mit meinem Video.